Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Was hat es denn mit diesem Stuhl auf sich, den Sie uns mitbringen? Ja, der Stuhl gehört zu einem größeren Möbelensemble, das bei uns in der Familie als der Salon genannt wird, weil der Salon, das war das, die Möbel, das war das Zimmer, in dem meine Großeltern Gäste empfangen haben zum Vorstellen oder zum Besuch am Sonntagmorgen. Und wir haben eine Beziehung zu einem berühmten Architekten, Hugo Hering, hat unsere Familie, den kannte sie schon lange. Einmal schon, als mein Großvater jung war, hat man erzählt, dass er in Leipzig gewesen ist, einen Unfall hatte, dass Hugo Hering dabei war. Meine Mutter hat in Berlin in den 30er Jahren bei Hugo Hering und seiner Frau gewohnt. Also Sie sind nicht verwandt mit Hugo Nein, Hering, wir sind nicht verwandt, aber befreundet sozusagen. Hugo also Hering stammt aus Biberach, meiner Heimatstadt, und ist auch nach dem Krieg dann aus Berlin wieder zurück nach Biberach gezogen und hat bei uns im Haus gewohnt. Meine Großeltern hatten ein Mehrfamilienhaus und er hat dort gewohnt, wir haben auch dort gewohnt und ich kenne ihn auch noch von Begegnungen im Treppenhaus. Und nun hat meine Tante, die hat auch immer erzählt, dass Hugo Hering diese Möbel entworfen hat, was wir aber bisher noch nicht so richtig nachweisen konnten. Und jetzt habe ich vor kurzem einen Katalog in die Hand bekommen über eine Ausstellung Hugo Hering in Berlin. Und da ist mein Urgroßvater erwähnt, da ist ein Brief zitiert worden, wo die Mutter von Hugo Hering an ihren Sohn in Stuttgart, der studierte damals Architektur, war es noch ganz jung, geschrieben hat, der Vater, der war Schreiner, hätte einen Auftrag von dem Kommerzienrat Bauers Sohn für ein Wohnzimmer. Und der Sohn möchte doch Zeichnungen schicken, damit der Vater diese Möbel anfertigen könnte nach diesen Zeichnungen. Und dieser Brief war abgedruckt in dem Katalog. Ich habe mir jetzt natürlich die Kopie schicken lassen. Ja. Von 1901 ist der Brief. Und entsprechend sind die Möbel wohl auch aus dieser Zeit dann. Es gehört dazu ein Bücherschrank, ein Schreibtisch, eine Sitzgruppe und das Klavier. Das ist also der komplette Salon, ja, der bei Ihnen sich noch erhalten hat. Ja. Und Sie sagten gerade 1901, ja, ist das entstanden. Das ist so meiner Erinnerung nach. War das auch die Studienzeit von dem Hugo Hering? Ja, ja, er war noch nicht, er war natürlich noch nicht berühmt. Ja. Und man hat natürlich bei dem Schreiner Hering, dem Vater, die Möbel bestellt. Also, dann schauen wir uns den doch mal genauer an. 1901, sagen Sie, ja. 1901 ist eigentlich die Hochzeit des Jugendstils letztendlich. In dem Brief wird erwähnt, die Mutter schreibt, also es war noch ein zweiter Auftrag, und die Frau, die wollte ein Schlafzimmer gemacht bekommen, und die schrieb, modern, aber nicht Jugendstil. Also sie hat explizit gesagt, ja, nicht, ja, Jugendstil. Damals schon. Ja, ja, ja. Ach, das ist interessant. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Ich meine, der Hugo Hering war ja ein ganz wichtiger Architekt letztendlich. Ja, ja. Vor allem für das neue Bauen in, ja, den 20er Jahren. Also da gehört er ja wirklich zu den fortschrittlichsten deutschen Architekten. Ja. Sie haben das schon gesagt, in Berlin. Ja. Er hat in Berlin viel gebaut, auch Siemensstadt und so gewirkt. Mhm. Hat den Ring gegründet. Mhm. Das war eine ganz wichtige Vereinigung, Architekturvereinigung. Hat dann, was auch noch sehr spannend ist, diese Reimann-Schule übernommen. Also eine kunstgewerbliche Schule, die alles Mögliche gemacht haben. Also nicht nur Möbel, sondern auch Zinngeräte, Vasen etc. etc. Also ganz stark in diesem angewandten Bereich. Ja. Und das war ja dann durch Krieg, Kriegseinwirkung, Schule zerstört. Ich glaube, das war so der Grund, warum er dann letztendlich nach Biberach zurückgegangen ist. Ja, ja, natürlich, ja. Jetzt vom Stuhl her, schauen wir uns den doch nochmal genau an. Das Material. Das Holz ist Mahagoni. Mhm. Ist leider mal neu bezogen worden. Jetzt erst vor kurzem, ja. Ja. Ich kann mich noch an den Originalstoff erinnern. Ja. Haben Sie den noch aufgehoben? Irgendein Stück davon? Nein, gar nicht. Ach, das ist gibt es Fotos davon, wie der Stoff ausgesehen hat? Nicht mal das, weil ich habe versucht, wie wir den neu beziehen haben lassen. Da wollte ich mal gerne nach dem Original mir das ungefähr dann auch machen lassen. Sie haben das komplett neu beziehen lassen? Ja, 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 ja. Vielleicht nochmal auf das nicht jugendstilmäßige Stuhl zurückzukommen. Ja, es fällt auf, es ist nichts geschwungen, es ist nichts irgendwie gedreht und es sind auch überhaupt keine Zierformen dran. Mhm, also auch von der, wenn man überhaupt anschaut,
von der Konstruktion und vom Aufbau total schlicht. Vierkantbeine, die sich zwar nach unten leicht verjüngen, dann ganz gerade Zarge. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für hinten. Da hat man schon einen leichten Schwung, aber das ist einfach ergonomisch notwendig, dass die Rückenlehne sich ein bisschen weiter nach hinten biegt. Es ist schon sehr elegant eigentlich, dieser Schwung da unten. Aber das Hauptmotiv bei dem Stuhl ist letztendlich die Rückenlehnfüllung. Und das sind quasi zwei schwarze Kreuze, zwei schwarze Xe. Das war natürlich eigentlich schon sehr modern in der Zeit. Also mich erinnert das in gewisser Weise an den anderen Münchner Entwerfer oder Berliner Entwerfer oder Architekten. Mhm. Bruno Paul, der hat dann ab 1907, 8 gerade auch mit solchen Motiven gearbeitet. Insgesamt ein bisschen anders, vielleicht nochmal in gewisser Weise eleganter. Aber um 1900 war der noch im Jugendstil, mit den Schwüngen, mit den Kurven und so. Insofern ist das wirklich ein sehr, sehr modernes Möbel für die damalige Zeit. Ich habe auch mal eine Ausstellung gesehen, da waren Möbel im Wiener Stil. Da hat mich das auch ein bisschen erinnert. Wien mit Josef Hoffmann, das ist dieser ganz strenge Jugendstil. Eben, ja. Also ja, das waren keine Jugendstile, das war eben auch so ganz strenge, kastenförmige Möbel, die ich da gesehen habe. Man sagt natürlich Jugendstil, eigentlich mehr Sezessionsstil, genauer gesagt in Wien. Es ist die Zeit, die damit gemeint ist. Dieses ganz strenge und ja, es gibt gewisse Anklänge daran, aber für mich ist jetzt Wien nochmal ein bisschen anders. Okay. Auch wenn es von diesem strengen und einfachen her eine gewisse Verbindung schlägt. Mhm. Aber in meinen Augen wäre jetzt Bruno Paul der Entscheidende, der in München war, der auch sehr streng war und der auch oft solche Motive verwendet hat und auch häufig so diese Kontrastwirkung. Ja. Ich meine, das ist natürlich nichts Neues, weil das haben sie in Biedermeier auch schon. Ja. Lehnmotive, die schwarz lackiert oder schwarz gebeizt sind. Aber halt nicht so in dieser Form. Und zum Preis kann man sagen, leider, weil es neu bezogen ist, das mindert den Preis, das erhöht ihn nicht, sondern es mindert ihn. Also für diesen einen einzelnen Stuhl um die 600 Euro. Für das ganze Zimmer würde ich vorschlagen, 7.000 Euro werden sie wohl. Aber sie wollen es ja eh nicht verkaufen. Nee. Insofern. Das ist vielleicht ist der spätere Besitzer hier. Ich werde das dann behalten. Genau. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Stuhl noch. Und vielen Dank fürs Bringen. Danke. Wiedersehen. Danke.